So Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder was Besonderes geplant und zwar fahre ich gleich eine Tausenderprobe. Ich habe Bock und ja, das ist so ein bisschen heute mein Highlight des Tages. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was für eine Tausender ich mir eigentlich holen will. Und da hat er mir auf jeden Fall seine sehr schmackhaft gemacht. Also ich habe wirklich mir angeschaut von S1000 RR bis hin zu R1 Thema, RN19, RN22, also welches Baujahr, welches Modell von den Yamahas und beiläufig halt auch dann die Fireblade, die CBR 1000 und ja, ich bin noch sehr unschlüssig, muss ich sagen, und ob ich überhaupt die XSR verkaufen will. Aktuell steht der Wunsch, dass ich halt nächstes Jahr auf die Rennstrecke möchte und ich brauche eben halt aktuell auch nicht mehr so ein super alltagstaugliches Fahrzeug, einfach nur aus dem Grund, weil ich halt relativ selten fahre und das Fahren für mich jetzt irgendwie was noch Besondereres geworden ist und da hätte ich schon Bock auf ein sportlicheres Bike, was vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spaß bringt. Von daher bin ich gespannt gleich aufs Fahren und mal sehen, was da so gleich passiert. Was mir jetzt wichtig ist, ist einfach nur, dass sie halt auch unten rum noch Bums hat, sprich in den unteren Drehzahlbereichen, dass die da halt noch Power abliefert, weil ich bin letztes Jahr eine R6 gefahren und das hat mir halt wirklich absolut gar nicht gefallen. Die musst du halt echt hochreißen, bis die mal wirklich abgeht und dann geht die ja halt auch wirklich ab. Also da ist gar keine Frage, dass die R6 halt krass ist oder so, ne? Nur das Ding ist halt, die Kraftentfaltung hat mir persönlich nicht so gefallen, dass sie halt im unteren Drehzahlbereich eben einfach ein bisschen, ja, langsam war, sage ich jetzt mal. Ach ja, noch eine Sache, Leute. Also was ich halt auch noch auf jeden Fall sagen will, ist natürlich, die XSR ist für mich immer noch ein richtig geiles Bike. Dazu habe ich auch ausführlicher noch in einem anderen Video drüber gequatscht, wenn ihr das hören oder sehen wollt. Ich verlinke euch das hier mal in so einer Infobox und dann könnt ihr mal reinschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also die XSR ist wirklich für den Alltag immer noch, für mich zumindest persönlich, ein unschlagbares Bike. Also das ist wirklich das perfekte Alltagsbike, wenn man sagt, ich will jeden Tag damit fahren, zur Arbeit oder wo auch immer und gleichzeitig Spaß haben und so. Also dafür ist die XSR wirklich der Hammer. Aber wie gesagt, mehr dazu in dem anderen Video. Boah, dieses Blubbern von der XSR ist einfach so geil, Junge. Und darum geht's heute. Die 1000 RR Fireblade. In einem persönlichen Design von dir, richtig geil. Was richtig geil ist, was du mir gerade erzählt hast, ist, dass man quasi, das ist jetzt ein 08er Modell, 09er Modell und man kann aber im Prinzip das Dekor bis auf Facelift bis 2019, glaube ich, umbauen. Gut, Probefahrt, Tausender, let's go. Ich bin echt gespannt, mal gucken, ob das mir taugt. Ich sehe da schon so ein paar Kerbchen raushängen, aber ich denke mal, das ist nicht so. Na gut, du hast ja auch schon ein paar Umbauten gemacht. Du hast gesagt, was verkürzte Gaszug und Bremsen sind wohl brutal. Ich bin gespannt. Okay. Alles klar. Na gut. Boah ja, okay. Kniewinkel ist ultra spitz. Oh, Handy drückt brutal auf die Blase, Alter. Ah, du hast ja... Ich bin so meine Ganganzeige gewohnt von meiner Karre. Das ist richtig weird. Alles klar, ich war vor. Mal gucken, wie das hier wird, Junge. Es ist unnormal ungewohnt, so eine sportliche Position zu fahren, Digga. Wie sieht mein Booty aus? Geil. Dann fahren wir erstmal, erstmal entspannt hier links runter. Aber ich muss sagen, Standgas ist tatsächlich schon relativ krass. Ja. Aber ich muss sagen, die Bremsen gehen jetzt aber noch, so vom Feeling her halt, ne? Es ist erstmal eine komplette Umgewöhnung natürlich von der XSR. Aber ich finde sie jetzt so, wenn man relativ langsam fährt, muss ich sagen, finde ich sie ein bisschen schwer zu in die Kurve rein zu, also wenn du, weißt du, also das hier, diese, solche Sachen sind, finde ich, ein bisschen noch schwierig. Ich muss sagen, von der Optik jetzt, so von der Sitzposition, macht auch echt Bock, das macht richtig Spaß, weil es halt geil aussieht auch. Ups. Also es ist relativ übersichtlich eigentlich auch, finde ich, und Sitzposition ist echt in Ordnung, also ich hätte jetzt wirklich gedacht so, boah, es fuckt halt ab, ne. Das Einzige ist halt wirklich so ein bisschen der Kniewinkel, der ist halt relativ hart, spitz, aber ist angenehm und
wenn du jetzt ein bisschen mehr Speed hast, ist sie auch recht wendig. Also da finde ich sie wieder spielerisch. Aber wenn du so bei, ich weiß nicht, 20-25 km/h da rumtuckerst, ist es ein bisschen kacke. Da macht die XSR auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock, weil sie halt einfach nur, da kannst du halt reinschmeißen, ist scheißegal, so irgendwie, weißt du? Ja. Dass du dann zu krass angasst. Ja, okay, kann ich verstehen. Ich glaube, ich bin jetzt gerade im vierten. Oh ja, okay, da geht eigentlich schon echt gut was, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so ganz mit gerechnet, aber es ist halt auch eine Tausender. Das Ding ist halt, ich bin letztes Jahr eine R6 gefahren und das war halt einfach fucking lame. Also, die geht halt schon gut, wenn du die halt hochdrehst, aber wenn du die halt nicht hochdrehst, ist sie halt einfach langsam. Und das fand ich halt absolut langweilig. Deswegen war das immer so der Gedanke, so 600er eigentlich nicht. So richtig quälen. Oh ja, mach schon Bock. Aber ich drehe die ja nicht mal richtig hoch hier, das ist ja ganz entspannt noch alles. Oh Junge, ja, bockt schon hart, muss ich sagen. Also Sitzposition ist das Einzige, wo ich dachte so, boah, wenn ich darauf nicht klarkomme, dann ist es eigentlich schon over. Aber das geht echt gut. Also was ich jetzt als krasses Argument finde, ist halt einfach nur der Preis. Also das checke ich halt nicht, dass die so unnormal günstig ist, weißt du? Die ist nicht so, weil normalerweise, wenn du schon 1000er haben willst, da musst du ja schon mindestens so mit 8, 9 rechnen oder so. Gerade bei Yamaha, also R6 oder so, R1 meine ich. Ja, und die BMW kostet halt noch mehr, weißt du, wenn du eine vernünftige haben willst. Hab ja auch so ein bisschen reingeluxt, was jetzt BMW angeht. Ja, aber ich habe gehört, die haben halt viele Probleme mit Technik und allem, weißt du? Und da habe ich halt eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ich sag mal, die CBR hat halt wenig Technik. Sprich, also auch weniger Probleme, was das angeht, weißt du? Das ist halt wieder viel geiler eigentlich. Sounds geil, oder? Also ich liebe das. Ja. Ich muss sagen, die ist auch lauter geworden jetzt, so, wo sie warm ist. Alles klar. Oh. Ja, nice. Das macht schon richtig Bock, muss ich sagen. Wo ist denn der? Ach, da hinten, ja. Ja, schon ordentlich, was sie da leistet, Digga. Das ist krass. Ja, Digga, das ist auch nochmal so ein Thema. Bei Sportler Windschild ist halt wirklich viel angenehmer. Das hat mich in letzter Zeit ziemlich gestört, auch an der XSR. Dass die halt kein Windschild hat, weißt du? Boah, Junge! Geisteskrank! Boah ja, die Bremsen packen schon ordentlich zu, wenn du da ein bisschen Tempo hast. Leistung ist 172 PS, ne? Ach, 182. Boah, Digga, die bockt schon hart, Alter. Was soll ich sagen, ey? Das ist schon irgendwie ein geiles Bike, ne? Über 8 hast du gesagt. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich den ersten, ne? Okay. Junge! Das ist halt auch irgendwie das Geile an Vierzylindern. Du kannst den halt wirklich in der Stadt so entspannt fahren. Und das Schöne an der 1000er ist, dann hast du ja sogar Leistung, Digga. Das ist richtig geil, Alter. Feier ich hart. Ehrlich. Feier ich richtig hart. Aber die CBR ist schon wirklich auch sehr geil, muss ich sagen. Optisch ist sie eigentlich richtig geil. Also du hast sie auch einfach echt geil gemacht. Und was ich halt wirklich richtig geil finde, auch was du erzählt hast, dass du die Facelifts nachbauen kannst. Weil die neueren sehen vom optischen Außen halt auch, finde ich, richtig geil aus. Und das macht schon was her. Leistung entfaltet sich irgendwie ein bisschen entspannter trotzdem als beim Zweizylinder irgendwie. So vom auf einmal. Weißt du, was ich meine? Ich muss sagen, das reicht trotzdem vollkommen. Also wenn du hier am Gas anziehst, ist vollkommen ausreichend. Ich bin jetzt bei 4000.
Also, ich muss sagen, so als Fazit, Karre ist richtig geil, macht richtig Bock. Und jetzt nochmal, ich habe vorhin schon auf der Hinfahrt quasi so ein bisschen erzählt, was für ein Bike, ich habe das Bike nicht erzählt. Aber der Vorteil der CBR ist halt natürlich einfach auch der Kostenfaktor. Ist halt einfach geisteskrank, wie günstig die ist im Verhältnis zu den anderen Tausendern, ne? Da ist Preis-Leistung halt natürlich übergeil. Und mal gucken, ich glaube, next year eventuell, wenn die da ist, dann fahren wir vielleicht mal zusammen auf die Rennstrecke, wäre natürlich mega sexy.